Hi Leute, Gerald hier. In dieser Serie haben wir bisher gelernt, wie man überhaupt mit seinem Unternehmen Geld verdient, wie es systematisch profitabel wird und wie man seine Angebote am intelligentesten verkauft, ohne eigentlich selbst zu verkaufen. Heute lernen wir, wie wir diese einzelnen Systeme automatisieren oder standardisieren, dass du selbst als Gründer überflüssig wirst, denn das ist die Grundvoraussetzung für passives Einkommen. Also lasst uns direkt anfangen. Als ich 2014 mal auf dem Light the Fire Event in Hamburg von Stefan Mehrath war, fragte ein Speaker die 1200 Gäste im Saal Folgendes. Steht mal alle bitte auf und beantwortet euch folgende Frage selbst. Wie viele Tage kannst du dein Unternehmen verlassen, ohne dass die Einnahmen darunter leiden und es trotzdem weiter wächst? Alle, die dies weniger als einen Tag können, setzen sich mal bitte wieder hin. Weniger als eine Woche? Bitte hinsetzen. Weniger als einen Monat? Bitte hinsetzen. Weniger als ein Jahr? Bitte hinsetzen. Zum Schluss standen von den 1200 Gästen noch maximal eine Handvoll. Und der Speaker ergänzte dann, schaut euch mal jetzt im Saal um. Die Leute, die jetzt noch stehen, sind die Menschen, mit denen ihr ins Gespräch kommen solltet. Denn diese Menschen haben verstanden, wie man sich vom Tagesgeschäft entkoppelt und wirklich wertvolle Unternehmen aufbaut. Und dieser Vortrag hat mich damals so inspiriert, alles zu diesem Thema zu lernen, was ich in die Finger kriegen konnte, denn das wollte ich auch. Heute weiß ich, es gibt zwei Wege, dies zu erreichen. Entweder du schaffst einen Arbeitsschritt durch Automatisierung ab, also durch den Einsatz von Technik, oder zweitens durch Standardisierung, damit eine andere Person die Aufgabe in gleicher Qualität ausführen kann. Doch damit du diesen Schritt überhaupt gehen kannst, musst du die Möglichkeiten dazu erst einmal erkennen. Und dazu folgen wir in unseren eigenen Unternehmen einer einfachen, aber effektiven Regel. Wenn die gleiche Aufgabe bereits zwei- oder mehrmal ausgeführt wurde und absehbar ist, dass sie in Zukunft wieder ausgeführt wird, dann eignet sie sich entweder zur Automatisierung oder Standardisierung. Desto mehr Menschen in deinem Unternehmen ebenfalls nach dieser Regel handeln, desto größer wird der Wert der Firma und dieser Mitarbeitenden. Doch viele scheuen sich, sich selbst überflüssig zu machen, weil sie dann Angst haben, nicht mehr gebraucht zu werden. Und das ist dann deine Aufgabe, diesen Menschen die Angst zu nehmen und ihnen zu erklären, dass das ein Irrglaube ist. Denn Menschen, die dies wirklich können, sind unbezahlbar und werden nie überflüssig. Also nehmen wir uns die zwei Möglichkeiten mal genauer vor. Erstens, Automatisierung durch Technik. Wir waren mal als Berater für ein digitales Startup tätig, welches einen Marktplatz gebaut hatte. Und als wir dorthin kamen, lagen die monatlichen Umsätze bei knapp 2000 Euro und die Ausgaben bei ca. 25.000 Euro. Also eine recht sportliche monatliche Paygap von minus 23.000 Euro. Und nein, kein Wachstum der Welt konnte diese Lücke irgendwie rechtfertigen. Also haben wir uns mal die Prozesse genauer angeschaut und dabei festgestellt, dass vom ersten Interesse eines potenziellen Neukunden bis zur Freischaltung im Portal bei jedem Schritt sinnbildlich eine Lampe bei einem Mitarbeitenden leuchtete. Und diese mussten dann wohlgemerkt händisch irgendetwas machen, sei es eine einfache Datei von A nach B kopieren, eine Antwortmail verfassen, ein SEPA-Zertifikat für das Payment jemandem zuschicken und noch alle möglichen anderer Kram. Leider fiel diese Arbeit nicht nur bei der Registrierung eines neuen Nutzers an, sondern bei fast allen Aktionen, die die Kunden dann später im Portal auch ausführten. Das heißt, der Arbeitsaufwand wuchs mit jedem neuen Nutzer. Ja, und dieser Stress sorgte dann natürlich für Unzufriedenheit beim Kunden zurecht und führte dann letztendlich zu Kündigung. Dieses Beispiel ist aber ein Paradebeispiel für Möglichkeit Nummer 1, Automatisierung durch Technik. Denn fast keine der Aufgaben hätte von einem Menschen gemacht werden müssen, wenn das System von vornherein gescheit konzipiert worden wäre. Als unser Team das optimierte System dann live stellte, reichte eine 450-Euro-Stelle plus 100-Euro Serverkosten aus, um die vorherige Arbeit von 4 Personen zu übernehmen. 2 der Festangestellten sind gegangen und für die anderen 2 wurden neue und vor allem sinnvollere Aufgaben gefunden. Doch wie du feststellen wirst, selbst mit der besten Technik der Welt bleiben noch einige Aufgaben übrig, bei denen Menschen unersetzlich sind. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer 2.
eine Aufgabe so zu standardisieren, dass die Verantwortlichen selbst dafür nicht mehr gebraucht werden und die Kunden trotzdem, und das ist besonders wichtig, die gleiche Qualität erhalten. Spannenderweise hatte das bereits eingangs beschriebene Tech-Startup dies perfektioniert. Es gab für alles Listen und Ablaufpläne, wie man vorgehen muss, wenn Kunden dies oder das wollten. Das System war sogar so gut, dass neue Mitarbeitende schnell auch in die neue Position dann eingearbeitet werden konnten. Hier merkte man, dass die drei Gründer des Unternehmens eigentlich schon selbst erfahrene Unternehmer waren und mit ihren anderen Unternehmungen auch sehr erfolgreich. Aber eben nicht im Tech-Bereich. Und ganz ehrlich, das wäre auch nicht weiter schlimm für das Startup gewesen, wenn da nicht die Paygap von monatlich 23.000 Euro gewesen wäre. Doch du wirst überrascht sein, bei wie vielen auch wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen es hinter den Kulissen genauso abläuft. Denn solange durch das System mehr eingenommen als ausgegeben wird, besteht auch keine Not zur Automatisierung durch Technik. Oder wie Psychologen bei Menschen sagen würden, der Leidensdruck zur Veränderung war einfach noch nicht groß genug. Und bei Unternehmen ist Leidensdruck meistens fehlendes Kapital. Für unser fiktives Yoga-Studio können wir daraus Folgendes lernen. Denn wenn du willst, dass es passiv für dich Gewinn erwirtschaftet, kannst du nicht selbst jeden Kurs selbst machen. Also musst du irgendwie zwangsläufig andere Yoga-Trainer beschäftigen. Und idealerweise einen, den du dann selbst in deinem eigenen System nach deinen eigenen Vorgaben ausgebildet hast. Doch Standardisierung fängt schon vorher bei Kleinigkeiten an, wie man zum Beispiel die Küche sauber hält oder die Räumlichkeiten zu verlassen hat, wenn man dann als Letzter geht. Es ist dann zum Beispiel so eine kleine Checklist, auf der steht dann drauf, ist die Spülmaschine an, Licht aus, Heizung aus, Tür zu, alles, was halt irgendwie an jemand anders weitergegeben wird. Wenn es um Verantwortung dann noch zusätzlich geht, dann solltest du diese Checklisten auch immer gegenzeichnen lassen. Und so ist es zum Beispiel in Hotelbetrieben bei der Reinigung der Zimmer der Gäste üblich. Ein guter Leitfaden ist dabei immer wie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die A leicht verständlich ist und B möglichst keine Fragen offen lässt. Und sobald es dann aber doch mal Probleme bei der Bearbeitung gibt, sollten alle Mitarbeitenden die Anleitung selbstständig anpassen und verbessern können, damit das gesammelte Wissen nicht von einzelnen Personen abhängt, sondern im Unternehmen bleibt. Aber hier solltest du nicht den gleichen Fehler machen, wie ich den mal gemacht habe und schon für alles Systeme entwickeln, wenn dein Laden noch gar nicht rund läuft. Denn wie ich in diesem Video hier zeige, kannst du mit zu viel Struktur dein Startup auch kaputt machen. Deshalb standardisiere zuerst die Bereiche, die schon erfolgreich funktionieren. Wenn du diese Bereiche dann identifiziert hast, kannst du dich stets fragen, möchtest du das selber machen oder extern machen lassen? Denn nicht alles sollte bei dir in-house gestemmt werden. Es ist oft sinnvoller, für manche Aufgaben intelligente Partnerschaften zu schließen oder Dienstleister zu beauftragen. Denn diese haben oft schon etablierte Standards und das gesamte Equipment, sodass es für dich sogar im Endeffekt kostengünstiger wird, als wenn ihr das bei euch selbst macht. Zum Beispiel für die Reinigung der Räumlichkeiten. Was lernst du daraus für dein Unternehmen? Egal wie groß oder klein es ist, wenn deine Firma ohne dich funktionieren soll, dann versuche immer, das System hinter einem Arbeitsschritt zu sehen. Ist es eine wiederkehrende Aufgabe? Könnte man sie vielleicht irgendwie durch Technik automatisieren oder so weit vereinfachen und eine Anleitung dafür schreiben, dass sie nicht von der Person abhängt, die die Aufgabe gerade erledigt? Und wenn du dies konsequent schaffst, fängt der Spaß eigentlich erst so richtig an. Denn wenn du einmal ein funktionierendes System aus Systemen geschaffen hast, welches ohne dich funktioniert, dann kannst du dieses Schema F auch nutzen, um jetzt zum Beispiel weitere Standorte zu eröffnen oder das System an Subunternehmer zu lizenzieren. Und dieses Prinzip nennt man Franchise-System und so machen es zum Beispiel viele Lebensmittelketten wie McDonald's, aber auch Möbelläden wie BoConcept. Doch das würde hier den Rahmen von dieser Serie sprengen und ist vielleicht mal was für weitere Videos. Schreib mir in die Kommentare, ob du daran Interesse hast. Ich hoffe, du hast einiges durch die letzten Videos gelernt und ich konnte dir zeigen, dass passives Einkommen sehr wohl möglich ist, auch ohne Startkapital, wenn man über das nötige Wissen und den nötigen Fleiß verfügt. Wenn du konkrete Fragen hast oder manches vielleicht unklar war und du dir denkst, ach nee, Gerald, erklär das mal ein bisschen genauer, dann schreib das jederzeit einfach in die Kommentare, so dass ich das entweder dort direkt beantworten kann oder dazu mal dann ein komplett eigenes Video aufnehme. Wenn dir meine Arbeit gefällt,
dann ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, ein Like dazulassen und diesen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.